Wir möchten dich ganz, ganz herzlich einladen zu einer Konferenz, die wir in diesem Sommer haben werden. Eine Konferenz, die den Titel hat Aufbruch. Denn das ist etwas, wo wir uns genau darauf vorbereiten wollen für eine Zeit wie diese, wo wir in Erschütterung, Erweckung und Ernte hineingehen werden. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Konferenz. 21. bis 24. Juli, das heißt, das beginnt Donnerstagabend, Freitag, Samstag und dann Sonntag bis Mittag. Yes. Weißt du, wir befinden uns in einer Zeit gewaltiger Umwälzung. Die Dinge unseres Lebens beginnen sich auch für uns als Kinder Gottes dramatisch zu verändern und wir erwarten auch demnächst einen Zusammenbruch dieses Weltsystems. Es gibt jetzt eine Dringlichkeit zur Vorbereitung für uns, damit wir uns präparieren für das, was kommt. Vor allen Dingen, um viele Menschen ins Reich Gottes zu bringen, um ihnen zu dienen, um ihnen zu helfen, um ihnen im Grunde genommen den Weg zum Herrn zu weisen. Wir glauben, dass es Zeit ist, jetzt in einen Aufbruch hineinzugehen. Diese Veranstaltung, diese Konferenz ist nur für Christen konzipiert, die wirklich offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes, die bereit sind, sich von ihm berühren zu lassen, die bereit sind, da hineinzugehen und von ihm wirklich präpariert zu werden für diese kommende Zeit. Ja, wir haben in dem Sinne auch keinen bestimmten festen Programmablauf Ja. geplant. Deswegen können wir da euch nicht sagen, von dann bis dann wird es dies oder das geben, sondern wie in den Konferenzen, die wir vorher auch schon hatten und wo wir wirklich super gesegnet wurden, haben wir es wieder vor, dem Heiligen Geist die Leitung für diese Tage zu Yes. überlassen. Yes. Er ist derjenige, der Raum haben soll, diese Tage für jeden von uns, der teilnimmt, so zu gestalten, dass es wirklich zu einer Ausrüstung, Vorbereitung und zu einem großen Segen kommen wird. Wir werden das auch nicht online übertragen, sondern es ist eine Ja. Vor-Ort-Zurüstungskonferenz. Herzlich willkommen dazu. Wenn du hast, bring gerne Schofar mit, Flaggen, Banner. Wir werden da Möglichkeiten haben, einfach uns da, was hätte ich gesagt, auszutoben. Wir werden auch Einsätze damit haben. Und wir haben auch Seminare geplant, wo es darum geht, präpariert zu werden für die kommende Zeit. Beispielsweise, wie lerne ich prophetisch anderen Menschen zu dienen? Wie lerne ich anderen Menschen mit Heilung zu dienen? Hilfe für evangelistische Arbeit und noch mehr. Das ist uns sehr wichtig. Ja, da bieten wir also Nachmittagsseminare mit einigen wirklich coolen Leuten an. Richtig. Und was wir auch dir gerne zur Verfügung stellen wollen, ab und zu fragen uns Leute an, du kannst dich an dieser Konferenz großtaufen lassen. Wassertaufe, Großtaufe. Wir haben hier in der Nähe die Möglichkeit von einem kleinen See, wo wir das gerne mit dir zusammen gestalten wollen, wo wir dir damit dienen wollen, wo es wirklich zu diesem besonderen Erlebnis kommen kann und kommen wird. Und dazu, wenn das jetzt wirklich in deinem Herzen so ist, wenn du jetzt betest und den Herrn fragst, ist das dran für mich, dann melde dich zu dieser Taufe bei uns über Gotteshaus an. Ja. So, was wir auch noch dir als Ausrüstung mitgeben wollen in diesen Tagen, das ist die Möglichkeit, ein Vorrat anzulegen mit guten Büchern, mit guter christlicher Botschaft, mit kostenlosen Gratisbroschüren, mit all diesen Dingen, die du für die Zeit, in die wir gehen, wirklich gut ausgerüstet werden kannst. Wir wollen Salböl anbieten. Du kannst auch Flaggen dir erwerben, käuflich erwerben. Du kannst Schofar dir erwerben und auch mit Menschen sprechen, die Schofar blasen. Ja. Das ist alles in diesen Tagen auf unserem Herzen, dass wir dir möglichst viel
anbieten können, was du mitnehmen kannst. Und das ist sehr wichtig, weil wir wissen nicht, wie weit die Möglichkeit überhaupt besteht, sich damit in den kommenden Monaten beispielsweise einzudecken. Kommst du an Schofar ran, kommst du an Salböl ran, wirklich Gutes und so weiter. Das heißt, es ist etwas, wo wir sagen, es ist jetzt etwas, wo du dich ausrüsten musst, wo du dich präparieren musst für die Phase, in die wir hineingehen. Von daher denken wir, dass der Zeitpunkt vom Herrn gesetzt ist und es ist etwas, um, wie soll ich mal sagen, fit gemacht zu werden für diese Phase, in die wir reingehen. Wir betrachten dieses Zeitfenster jetzt mit der Möglichkeit der Konferenz als wirklich von Gott gegeben und wir sollten es nutzen. Halte dich bitte über die Webseite auf dem Laufenden, da gibt es dann entsprechende Informationen, auch ob wir das, wie das stattfindet und so weiter mit den Seminaren, da wird dann einfach weitere Informationen zu finden sein. Was sehr wichtig ist, du musst dich anmelden. Die Konferenz ist kostenlos, aber du musst dich anmelden, du musst ein Ticket haben, das ist sehr wichtig, mit wie vielen Leuten auch immer du kommen möchtest, aber es ist notwendig, dich anzumelden und da findest du auch über die Webseite die entsprechenden Links, wo das passieren kann und genau, damit wir das einfach planen können. Aktuell ist schon knapp die Hälfte der Plätze vergeben, es wird also durchaus langsam Zeit. Ja, dazu möchte ich auch noch sagen, Familien mit Kindern sind willkommen, aber wir können keinen Kinderdienst in dem Sinn anbieten. Das ist von unseren Ressourcen und Möglichkeiten nicht gegeben. Aber du kannst selbst die Kinder beaufsichtigen, betreuen, das absichern, aber herzlich willkommen auch da. Und lass dich einfach mit dieser Zeit beschenken jetzt. Jawohl, wir freuen uns, wenn du dabei bist. Denn Gott hat mehr für dich. Gott hat mehr für dich.